Ich kann es mit voller Überzeugung sagen, dass wir zurzeit die Gesetzgeber sind. Wir sprechen Recht und üben die vollziehende Gewalt aus. Wir strafen und begnadigen. Wir sitzen als Führer aller unserer Heere hoch zu Ross. Wir verfügen über einen unbändigen Ehrgeiz, brennende Habgier, schonungslose Rachsucht und unerbittlichen Hass. Diese Rede findet sich in den Protokollen der Weisen von Zion, dem bis heute wirkmächtigsten antisemitischen Pamphlet. Mythos jüdische Weltverschwörung. Die Protokolle der Weisen von Zion. Eine Sendung von Rolf Kanzen aus der Reihe Verschwörungstheorien. Die Schrift Protokolle der Weisen, die über eine angebliche jüdische Weltverschwörung berichtet, gibt vor, die geheime Niederschrift eines Referats zu sein, das auf dem ersten Zionistenkongress gehalten wurde, der vom 29. August bis zum 2. September 1897 in Basel stattfand. Erstmals publiziert wurde sie 1903 in Russland. Später erschienen auch Ausgaben in europäischen Ländern, auch in Deutschland, sowie in den USA und im arabischen Sprachraum. Von dezidiert antisemitischen und rechtsradikalen Verschwörungsideologen abgesehen, sind sich die Historiker einig, die Protokolle sind eine Fälschung. Doch der Begriff Fälschung ist irreführend, weil er nahelegt, dass etwas Echtes, Originales dem Gefälschten zugrunde liegt. Das ist bei den Protokollen nicht der Fall. Sie sind Fiktion, reine Erfindung. Von uns geht das Schreckgespenst, der allumfassende Terror aus. In unseren Diensten stehen Leute aller Anschauungen und Richtungen. Monarchisten, Freisinnige, Demokraten, Sozialisten, Kommunisten und allerhand Utopisten. Wir haben sie alle für uns in das Joch eingespannt. Jeder von ihnen untergräbt an seiner Stelle die letzten Stützen der Staatsgewalt. Ziel der Verschwörung ist die jüdische Weltherrschaft unter Führung eines Königs der Juden und wahren Papstes der jüdischen Weltkirche. Die Grundstrukturen des nationalsozialistischen Denkens sind entscheidend von dem, was in diesen Protokollen beschrieben ist, beeinflusst. Und erst dann, wenn man diese Grundstrukturen verstanden hat, kann man auch in einem weiteren Schritt die Grundstrukturen des nationalsozialistischen Denkens in ihrer vollen Tiefe und Brutalität verstehen. Wolfram Meyer zu Uptrup ist Historiker. Er arbeitet über die Protokolle und forscht zur Bedeutung der Fiktion einer jüdischen Weltverschwörung für die nationalsozialistische Ideologie und Politik. In diesem Zusammenhang glaube ich, dass dieses antisemitische Verschwörungskonzept heutzutage erstens selten verstanden wird und zweitens noch seltener in seiner Relevanz erkannt wird, weil es eben von Anbeginn an so absurd erscheint. Kapitalisten und Kommunisten, Wissenschaftler und Atheisten, Glücksspieler und Prostituierte, Staatsmänner und Gewerkschafter, alle sollen sie mitwirken an der geheimen Verschwörung der Weisen von Zion. Einige sind eingeweiht, andere nur blindes Werkzeug in den Händen geschickter Strippenzieher im Hintergrund, werden subtil manipuliert oder brutal erpresst, mit den Verschwörern zu kooperieren. Wir müssen die nicht-jüdischen Staatsleitungen zwingen, unseren breit angelegten Plan zu unterstützen. Als Mittel dazu werden wir die öffentliche Meinung vorschützen, die wir insgeheim durch die sogenannte letzte Großmacht, die Presse, in unserem Sinne bearbeitet haben. Mit wenigen Ausnahmen liegt die ganze Presse in unseren Händen. Dieses antisemitische Klischee von der jüdischen bzw. zionistischen Pressemacht wurde und wird immer wieder gern bemüht. Das Ex-FDP-Mitglied Jamal Karsli griff im Mai 2002 in einem Interview mit der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit auf das Repertoire antisemitischer Verschwörungsfantasien zurück und löste mit diesen und anderen Äußerungen einen neuen Antisemitismusstreit aus. Die Herrschaft des Geldes, über die wir allein verfügen, versichern die Weisen von Zion, sei bereits fest in der Hand des, so die heutige gängige antisemitische Formulierung, internationalen Judentums oder der Ostküste,
so der entsprechende Code in rechtsradikalen und rechtskonservativen Publikationen. Die Protokolle bedienen die bis heute üblichen antisemitischen Klischees. Juden korrumpieren Regierungen, unterwandern Institutionen, Parteien und Verbände, zersetzen die Moral durch Propagierung ungezügelter Sexualität. Sie schänden nichtjüdische Jungfrauen, beschmutzen reine Menschenrassen und so weiter. Unsere Macht wird unüberwindlicher sein als jede andere, weil sie unsichtbar sein wird. Der Text der Protokolle umfasst, in einer wissenschaftlichen Ausgabe von 1998, herausgegeben von Jeffrey L. Sammons, knapp 100 Buchseiten, gegliedert in 24 Sitzungen. Die einzelnen Abschnitte sind mit plakativen Titeln versehen, vermutlich um in dem heterogenen und wenig strukturierten Text Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu steigern. Erkennbar sind drei Hauptthemen: die Pläne des Judentums, die Weltherrschaft an sich zu reißen und deren Umsetzung, die Zukunftsvision einer absolutistischen jüdischen Monarchie und drittens Kritik an Liberalismus und Demokratie. Die Fälschung bzw. Fiktion ist umständlich und sperrig geschrieben. Viele Aussagen sind widersprüchlich und durch pseudophilosophische Passagen aufgebläht. Seine hässliche Anziehungskraft, belegt durch zahllose Neuauflagen in aller Welt, erhält der Text ausschließlich durch sein simples Weltmodell. Wolfram Mayer zu Uptrup. Verschwörungstheorien sind eine Weise, wie man sich Welt, politische Ereignisse und Geschichte erklären kann. Das Wichtigste dabei ist, dass es letzten Endes ein einigermaßen in sich schlüssiges System in dieser Erklärung gibt und dass es einfache, überschaubare Strukturen gibt, in die man unterschiedliche historische und politische Ereignisse hinein integrieren kann, um sie dann in das Erklärungsmodell ohne Widersprüche möglichst zu integrieren. In diesem Zusammenhang sind dann also auch Wahrnehmungsmuster oder Deutungsmuster, wie ich das nenne, wichtig. Das bedeutet, dass man bestimmte historische Ereignisse mit einem vorgegebenen Deutungsrahmen betrachtet. Adolf Hitler hat die Protokolle gelesen, ihren Deutungsrahmen übernommen und in sein antisemitisches Weltbild integriert. In Mein Kampf schreibt er: Wie sehr das ganze Dasein dieses Volkes auf einer fortlaufenden Lüge beruht, wird in unvergleichlicher Art in den von den Juden so unendlich gehassten Protokollen der Weisen von Zion gezeigt. Kritik an der Echtheit der Protokolle deutet Hitler als Bestätigung und folgt damit einem gängigen Schema jeder Verschwörungsideologie. Je mehr Beweise für die Fälschung vorgelegt werden, umso mehr sehen die Textapologeten darin den entscheidenden Beweis für ihre Echtheit. Maßgebend ist, dass die Protokolle mit geradezu grauenerregender Sicherheit das Wesen und die Tätigkeit des Judenvolkes aufdecken. Mit diesem Wahrnehmungs- und Deutungsrahmen untersucht Hitler Aspekte der Geschichte und findet das bestätigt, was er bestätigt haben wollte. Wer die geschichtliche Entwicklung der letzten 100 Jahre von den Gesichtspunkten dieses Buches aus überprüft, dem wird auch das Geschrei der jüdischen Presse sofort verständlich werden. Besonders wichtig war, dass mit dem antisemitischen Konspirationsmodell völlig widersprüchliche soziale Gruppen in ein einziges Erklärungsmodell eingefügt werden konnten. Das bedeutete, dass beispielsweise sowohl die russischen Kommunisten, die dann auch meistens Bolschewisten genannt wurden, wie auch die Wall Street, das heißt die Londoner Finanzwelt, wie auch beispielsweise die New Yorker Finanzwelt, gemeinsam an dem Ziel einer jüdischen Weltherrschaft arbeiten würden. Das ist offensichtlich, dass das völlig absurd ist, aber für die Antisemiten, die die Logik der jüdischen Weltverschwörung akzeptiert hatten, die auf die Welt eben sahen mit den aus diesem Verschwörungsmodell abgeleiteten Denkmustern, war das völlig klar und nachvollziehbar. Und ist es noch heute für Verschwörungsideologen aus aller Welt. Die bolschewistische Rote Armee unter der Führung von Trotzki
war das tödliche Werkzeug der von den Rothschilds, Rotes Schild, beherrschten internationalen Banker. Rothschild ist ein jüdisches Bankhaus. Trotzki war Jude. Die Symbolfarbe der Revolution und Rothschilds ist rot. Damit ist für Verschwörungsideologen alles klar. Das Zitat stammt aus dem in viele Sprachen übersetzten Buch von Des Griffin, »Wer regiert die Welt?« Der deutsche Verlag ergänzte diesen Titel um den Zusatz »Protokolle der Weltdiktatur«. Offensichtlich, um den Zusammenhang mit den Protokollen der Weisen von Zion nahezulegen. Dieses Buch und andere antisemitische Verschwörungsliteratur sind legal und im Buchhandel erhältlich. In der nicht legalen Publikation »Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert« verweist ein Autor unter dem Pseudonym Jan van Helsing so auf die Protokolle. Der Ursprung der Protokolle liegt eigentlich Jahrhunderte zurück. Sie sollen von Rothschild neu ausgearbeitet worden sein. Diese Protokolle wurden bis zum Jahre 1901 geheim gehalten, bis sie in die Hände des russischen Professors S. Nilius fielen. Die komplette Sammlung der Protokolle zeigt die gegenwärtige Situation unserer Welt. Das Buch entwickelt ja eine Geschichtstheorie im Grunde genommen. Die besteht darin, dass in der Vorzeit schon oder eben in der Antike sogenannte Illuminaten dann verschwörerisch tätig geworden sind, um die Welt zu beherrschen. Was das für Leute sind, sagt Helsing nicht so deutlich, aber er lässt es indirekt anklingen, dass es jüdische Finanziers sind, die er damit meint. Und die dann im Laufe der Geschichte alle möglichen wichtigen Ereignisse beeinflusst haben oder gesteuert haben. Die Französische Revolution, den Ersten Weltkrieg, die Russische Revolution, den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Armin Pfahl-Trauber kennt die rechtsradikale Szene, schreibt Bücher über Rechtsextremismus und antisemitische Verschwörungstheorien und arbeitet beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Es gibt verschiedene Propagandisten von Verschwörungsdenken. In der Regel sind das Leute, die politisch ganz weit rechts stehen. Bei den stark antisemitisch ausgerichteten Verschwörungsanhängern sind die Verschwörer natürlich die Juden, denen dann quasi so Sekundärverschwörer zugeordnet werden, also die Freimaurer oder die Kommunisten als Agenten der Juden etwa. Und so basteln sich viele Autoren auch ihre eigene Verschwörungsideologie mit einem Hauptverschwörer und Unterverschwörergruppen zusammen. Das versuchten Verschwörungstheoretiker des 18. und 19. Jahrhunderts und auch die des beginnenden 20. Jahrhunderts hier besonders häufig mit deutlich antisemitischer Intention. Ein Autor aus dem deutschtümelnden völkischen Spektrum greift 1918 auf ältere antiaufklärerische Verschwörungsmythen zurück und konstruiert einen Zusammenhang von Juden, Freimaurern und russischen Revolutionären. Ebenso wie die Französische Revolution von den Illuminaten und Freimaurern in Szene gesetzt worden ist, so sind wohl alle Revolutionen bis in die neueste Zeit hinein ein Werk der Freimaurer. Die Herren Trotzki und Lenin sind nicht nur Juden, sondern gehören auch dem Freimaurerorden an. Der Münchner Beobachter, 1919 in Völkischer Beobachter umbenannt und bald das führende Publikationsorgan der Nationalsozialisten, knüpft einige Tage vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, am 9. November, am Tag der Abdankung des deutschen Kaisers, an diese Verschwörungsmythen an. Der Krieg wurde von der internationalen Judenschaft, der internationalen Freimaurerei, der internationalen Plutokratie begonnen. Durchgeführt zu dem ausgesprochenen Zwecke, das deutsche Kaiserreich zu vernichten. Die Protokolle der Weisen von Zion waren zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht publiziert. Dafür waren andere Verschwörungsmythen mit eindeutig antisemitischer Ausrichtung präsent. Eine damals sehr populäre Verschwörungsvariante präsentierte der deutsche Trivialautor Hermann Goetsche unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe 1868 in seinem Roman Biarritz. Goetsche hatte beste Kontakte zum Hof, war preußisch-monarchistisch orientiert und produzierte auflagenstarke Unterhaltungsliteratur. Auf 40 Seiten beschreibt er ein zufällig belauschtes Verschwörertreffen von Vertretern der 12 jüdischen Stämme, im Sinne damaliger Schauerromane, auf dem jüdischen Friedhof in Prag.
Abwechselnd berichten die Oberverschwörer, was die Juden in den letzten 100 Jahren auf dem Weg zur Weltherrschaft erreicht haben. Die 12 des Kreises murmelten eine Verwünschung. Brüder, sagte die Stimme des Leviten, es ist Zeit, dass wir nach der Satzung unseres Stifters, ein jeder nach den Erfahrungen der 100 Jahre, die Wege sahen, auf welche Israel zu leiten ist, damit es zu seinem Ziel komme. Wir, die Wissenden, sind die Führer, welche die Menge, die blind ist, leiten. Alle Fürsten und Länder Europas sind heute verschuldet. Die Börse regelt diese Schulden. Deshalb muss alles mobile Kapital in den Händen Israels sein. Wer die Presse hat, hat das Ohr des Volkes. Wenn Israel hat das Gold und die Presse, wird es fragen können, an welchem Tag wollen wir aufsetzen Ataroch, die Krone. Goetsche bedient auch das antisemitische Stereotyp, nachdem Juden nicht nur korrupte Finanzmagnaten, manipulierende Presseleute, sondern auch besonders lüstern sind. Seine Geschichte nahm man ebenso ernst wie mittelalterliche Gerüchte und Legenden um Brunnenvergiftungen und die rituelle Verspeisung christlicher Babys. Goetsches sehr populärer Roman ist einer der Vorläufer der Protokolle der Weisen von Zion. Über die genaue Entstehungsgeschichte weiß man eigentlich nichts. Es gibt so einen Konsens in der Forschung über bestimmte Indizien, woraus die Geschichte sich ungefähr so abgespielt haben muss, dass Ende des 19. Jahrhunderts, 1897 um diese Kante wohl rum in Paris, der dortige zaristische Geheimdienst Ochrana auf eine längst vergessene Schrift stieß, die den Titel trug »Macht und Recht«, Gespräche in der Unterwelt von einem liberalen Journalisten namens Maurice Joly. Hier unterhalten sich Machiavelli und Montesquieu über Macht und Vernunft. Die Verfasser der Protokolle legen sehr plump den Part Machiavellis den Weisen von Zion in den Mund, schreiben teilweise wörtlich von Joly ab, nur machen sie die Juden noch ein wenig böser als den diabolischen Machiavelli. Etwa 40% des Textes der Protokolle stammen von Joly. Mehr als 160 Parallelen lassen sich ausmachen, resümiert der Herausgeber und Kommentator einer neuen wissenschaftlich-kritischen Ausgabe. Wer die Protokolle letztlich verfasst, von Frankreich nach Russland geschafft, überarbeitet, dem Zaren übergeben und publiziert hat, darüber entstanden Legenden, die selbst mitunter verschwörerisch wirken. Die meisten wissenschaftlichen Autoren stimmen darin überein, dass die Protokolle in Russland mit Unterstützung des Zaren in Massenauflagen verbreitet und auf Anordnung des Patriarchen in allen 368 Kirchen Moskaus verlesen wurden. Die antisemitische Hetze mündete in wüste Pogrome. Während der russischen Revolution 1918-19 kam das Pamphlet dann nach Deutschland und wurde schnell bekannt. Armin Pfahltrauber. Und so kam es auch dazu, dass die Nationalsozialisten darauf aufmerksam wurden, wobei in der NSDAP dabei eine wichtige Rolle Alfred Rosenberg spielte. Als Baltendeutscher hatte er quasi Kenntnis von den Protokollen noch aus dem russischen Raum und brachte diese Kenntnisse eben mit nach Deutschland und hat dann in der frühen Phase der NSDAP eine sehr wichtige Rolle als Ideologe gespielt. Vor allem auch, um die Dolchstoßlegende zu unterfüttern. Das deutsche Heer, so die von der NSDAP und völkischen Kräften propagierte Lüge, das deutsche Heer sei im Felde unbesiegt geblieben, aber von der sozialistischen Linken und von Sozialdemokraten von hinten erdolcht worden. Verantwortlich für Waffenstillstand und den Versailler Friedensvertrag seien Juden gewesen. Die Protokolle leisteten wertvolle Dienste in der Verschwörungsideologie. Wolfram Mayer zu Uptrup. Hitler hat die Protokolle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit spätestens zu Ende des Jahres 1919 kennengelernt. In München hatte er damals Kontakt mit einem Publizisten, Georg Eckart hieß er, der eine bestimmte Zeitschrift herausgab, die in dieser, ich nenne das antisemitischen Ursuppe Münchens, eine wichtige Rolle spielte. Und in dieser Zeitschrift ist zum Ende des Jahres 1919 ein längerer Auszug aus den Protokollen veröffentlicht worden. Unsere Macht beruht auf dem dauernden Hunger und der Schwäche des Arbeiters.
Nur in diesem Zustande muss er sich in jeder Beziehung unserem Willen unterordnen. Die semitischen Freimaurer waren die Hauptschürer zum Weltkriege. Das Judentum hat seine beste Waffe in der geheimen, versteckten Freimaurerei. So Hitler in einer Rede. In Schulbüchern befanden sich Auszüge und gehörten zum Lehrplan. Als ein Schweizer Gericht die Protokolle als Fälschung entlarvte, beeindruckte das die Nazis wenig. Bis 1945 wurden knapp 5 Millionen Exemplare allein in einer gekürzten Volksausgabe gedruckt. Hinzu kamen verschiedene frühe Ausgaben mit mehreren hunderttausend Exemplaren. Neben den Protokollen erscheinen andere Publikationen mit Titeln wie Freimaurerei und Judentum, Geheime Gesellschaften im Dienste Judas, die zionistischen Protokolle und die unsichtbare Weltregierung, Israels Ritualmord an den Völkern. Einige davon werden heute wieder von rechtsradikalen Buchverlagen als Reprints publiziert. Die neben den Protokollen bekannteste Schrift in den 20er Jahren war die vom US-amerikanischen Autobauer Henry Ford mit dem Titel »Der internationale Jude«. Ford veröffentlichte sie zunächst in einer Zeitung, die er gekauft hatte, dann ließ er sie in viele Sprachen übersetzen und finanzierte nicht nur ihre Verbreitung, sondern auch antisemitische Organisationen, unter anderem die NSDAP. Adolf Hitler, wie auch viele, viele andere nationalsozialistische Propagandisten und Führungsfiguren, glaubten auf jeden Fall an die Botschaft der Protokolle, glaubten daran, dass sie Politik machen würden gegen die Kampftruppen einer jüdischen Weltverschwörung. Adolf Hitler selbst hat in seinen Reden häufiger auf die Protokolle direkten Bezug genommen und sehr, sehr viel häufiger mit Argumentationsstrukturen der Protokolle selbst argumentiert, wenn er die politischen Gegner beschrieb. Deswegen können wir davon ausgehen, dass er von dem antisemitischen Denken, wie es uns in den Protokollen entgegentritt, vollkommen überzeugt war und dass dieses besondere antisemitische Denken seine politische Analyse und auch seine Politik stark beeinflusste. Wolfram Mayer zu Uptrup weist in seinem Buch »Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung« detailliert nach, wie sehr diese Gedanken Hitlers Handeln prägten. Ebenso das Himmlers, Goebbels und vieler weiterer Nazi-Ideologen. Es wurden Berufsverbote damit begründet, den gesellschaftlichen Einfluss von bestimmten Juden in bestimmten Berufsgruppen beschneiden zu wollen. Das war wieder das Motiv der Herrschaftskonkurrenz. Es wurden die Nürnberger Rassegesetze damit begründet, dass man auf diese Weise den angeblichen Feind im deutschen Volkskörper, so immer die Sprache der Nationalsozialisten, definieren könnte. Und in jeder Phase des Krieges seit 1939 wurde immer wieder betont, dass ein Land, das man gerade eben als Wehrmacht überfallen hatte, nun vom Judentum befreit werden würde. Auch für den Ersten Weltkrieg macht Hitler die Juden verantwortlich und für den kommenden, den er mit einem getürkten Angriff auf den Reichsrundfunksender Gleiwitz entfesselt, ebenfalls. In seiner Rede vor dem Reichstag im Januar 1939 sagte er: Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einem Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 1942 nimmt Hitler Bezug auf diese Sätze. Meine Prophezeiung wird ihre Erfüllung finden. Dass durch diesen Krieg nicht die arische Menschheit vernichtet, sondern der Jude ausgerottet werden wird. Sehr wichtig wurde das Verschwörungskonzept dann, als die Deportation 1942 aus dem Reichsgebiet begann, an deren Ende dann auch die Juden Deutschlands massenhaft ermordet worden sind. Die angebliche rassische Minderwertigkeit der Juden und die ihnen unterstellte Konspiration gegen sogenannte arische Völker sind die Hauptgründe des nationalsozialistischen Genozids. Rassismus und Verschwörungsideologie bedingen sich gegenseitig.
Dem Deutungsschema einer Weltverschwörung lässt sich auch der Aufruf zum totalen Krieg zuordnen. Unter Führung des Welt- und Finanzjudentums hätten sich die Alliierten gegen Deutschland verschworen. Goebbels zitierte mehrfach aus den Protokollen und bestätigt in seinen Tagebüchern, dass Hitler von deren Echtheit überzeugt war. Im Falle des totalen Krieges, der ja von Goebbels 1943 mit einer fulminant inszenierten Veranstaltung im Berliner Sportpalast propagiert worden ist, diente das Verschwörungskonzept dazu, die Einheit der von außen gegen das Deutsche Reich kämpfenden Alliierten darzustellen, sie eben in den weltweiten Kampf des Judentums gegen Deutschland zu integrieren und auf diese Weise wieder den totalen Krieg als Abwehrschlacht des deutschen Volkes gegen diese Feinde darzustellen. Die Protokolle waren mit dem Sieg über Nazi-Deutschland und der Aufdeckung des Holocaust keinesfalls moralisch und politisch erledigt. Deutsche Rechtsradikale beziehen sich bis heute auf sie. Bauen sie ein in ihre Verschwörungstheorien, in der neben Freimaurern und Illuminaten sogar böse und gute Aliens mitwirken. Rechtsradikale in den USA und anderen Ländern unterfüttern mit diesen Spielarten ihre rassistische Herrschaftsideologie. In arabischen Ländern, in denen heute der ursprünglich kaum gekannte Antisemitismus drastisch wächst, kursieren etwa 60 verschiedene Ausgaben der Protokolle. Man muss wissen, dass Propagandisten der Nationalsozialisten nach 1945 in einem größeren Umfang in die arabische Welt ins Exil gegangen sind und dort zu politischen Beratern aufstiegen. Das Beispiel von dem Judenspezialisten aus dem Goebbelschen Propagandaministerium, Johann von Leers, der nach Ägypten ging und zu einem Berater Nassers in Judenfragen wurde, ist nur das prominenteste Beispiel. Auch in der Charta der palästinensischen Organisation Hamas und nicht nur dort finden sich Stellen aus den Protokollen. Offenbar übt die naive Vorstellung von einer von Juden beschlossenen Weltverschwörung bis heute auf simple Gemüter in aller Welt einen fatalen Reiz aus. Sie hörten Mythos jüdische Weltverschwörung, die Protokolle der Weisen von Zion, eine Sendung von Rolf Kanzen. Heute in einer Woche setzen wir die Reihe Verschwörungstheorien fort mit dem Beitrag Die verschwörungstheoretische Versuchung.